Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Subnauseous. Jippada! Wir müssen diesmal diesen hier bekommen. Seegleiter wollen wir nächstes Mal bekommen. Und wir versuchen natürlich auch noch andere Sachen zu finden, wie zum Beispiel Unterwasserboot und sonstiges. Gut, gucken wir mal. Was haben wir? Essen, Trinken, alles Paletti. Wunderbar. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwo was finden werden. Diesbezüglich. Wir brauchen nämlich unbedingt... Oh. Alter! Lass mich in Ruhe! Alter, hast du mich verjagt, ey. Blödes Mistvieh, ey. Titan kann man nicht mal mitnehmen. Kann nicht schaden. So. Eieieiei. Fängt ja schon gut an hier. Dann müssen wir jetzt mal nach dem werten Herrn suchen. Beziehungsweise nach den Materialien, die uns fehlen halt. Ach genau, wir müssen Blei finden. Genau, das war die Lösung. Wir müssen Blei finden. Oh Mann. Warum finden wir irgendwo Blei hier drin? Könnt ihr die Strahlung mal bitte aufhören? Bitte. Dankeschön. Bist du tief verbunden? Was haben wir hier? Titan. Wir brauchen Blei. Wo finden wir Blei hier? Das ist die Frage der Fragen. Kupfererz. Ja, warum nicht? Nehmen wir auch mit. Können wir auch gebrauchen. Da ist nochmal so ein Teil. Titan. Ach stimmt, wir haben ja den Fänger hier. Ich schmeiße bei dem mal raus. Und da haben wir genug Viecher. Ah! Meins! Komm her, Herr Pieper. Du bist meins. Na, kommst du her. Okay, wir holen erstmal Luft. Von der Hektik, das bringt nichts. So, jetzt haben wir genug Luft. Jetzt können wir die Viecher holen. Sehr schön. Guck mal, vor allem, wenn wir Blumen pflücken würden gerade. Einmal. Bumerang? Ja, warum nicht? Komm. Kann man auch essen. Pieper. Ja, gut, passt. Mitnehmen. Den nehmen wir auch noch mit. Komm. Kommst du her? Ja, wunderbar. Haben wir zwei Pieper. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir mal weiter gucken. Wir brauchen ja Blei. Ich habe zwei brauchen wir insgesamt. War das. Oh, da haben wir eine Seemottenflagge. Oh, das hob uns direkt mal, aber wir müssen erstmal nach oben. Sehr gut, wir haben auf jeden Fall das erste Teil gefunden. Gott sei Dank, aber erstmal Luft schnappen, aber ganz schnell. Komm. So. Und ab dafür, jetzt holen wir uns die Seemotte. Zumindest das erste Teil. Ich frage mich, wie viel Teil wir dafür benötigen, aber wir werden es ja sehen. Ach, sehr cool. Haben wir schon mal einen Fortschritt. Dürfen eigentlich nicht mehr als 100 Meter, aber ist mir egal. Ich will das haben. So. Komm, scan das Ding. Klartisch, warum nicht? Ein bisschen Deko, kann nicht schaden. So. Wo war jetzt dann das andere Teil? Blöde Nacht. Da. Das will ich haben. Wie viel brauchen wir dafür? Okay, wir brauchen drei Teile davon. Okay, wisst ihr Bescheid. Muss man noch ein bisschen was benötigen. Ah, die finden wir auf jeden Fall in dieser heutigen Folge. Und dann bauen wir die auch. Die Seemotte. Ich nenne die übrigens auch Sally. Und die Basis nenne ich Heidi, weil die sich immer versteckt vor mir. Ich finde das irgendwie cool, wenn man den Geräten Namen gibt. Hat irgendwie was Kurioses. Gut, dann gucken wir mal weiter, ob wir noch irgendwelche Fragmente hier unten finden. Ich habe ja Glück und Unglück, dass wir hier noch was finden. Oh, Metallschrott, ey. Da haben wir was. Sehr gut. Scannerraum, kann man schaden. So.
Bin ich mal gespannt, wie der funktioniert. Senna-Raum? Ach, haben wir schon gehabt. Verdammt. Ach komm, scannen wir es halt nochmal. Ah, wir brauchen eh mehr Teile davon. Dann ist das nicht so tragisch. Oh, wir müssen nach oben. Okay, gucken wir mal hier rein. Ob wir irgendwas hier finden. Ja. Den holen wir uns mit. Ein Drehstuhl. Den scannen wir auch direkt. So. Haben wir noch was? Schreibtisch. Nehmen wir auch mit. Okay, was ist das denn hier? Datenbox. Öffnen wir die mal. Alles her damit. Bisschen Wasser. Warum nicht? Flutlicht. Komm, scannen. Wir brauchen Licht auf jeden Fall. Boah, ist das geil, was man alles bauen kann hier. Ein Signal. Gut, dann schneiden wir das hier mal auf. Wie geht das? Ich hab doch hier einen Laser in der Hand. Oh, nicht. Hä, seltsam. Egal, wir schwimmen auf jeden Fall hier raus jetzt. Wir schwimmen hier raus, sagte ich. Danke. So. Hi. Boah, bist du riesig. Boah, ist das fett. Genau, da wollte man kurz gucken, ob ich so eine Art, hey, du hast Pilze auf dem Rücken, du arme Socke. Oh, die können wir scannen. Das ist ja geil. Scannen wir mal. Komm. Scannen. Hallo? Dankeschön. Komm, 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 komm. Dankeschön. So, wieder runter. In die gute Stube. Was ist das krass, das Vieh. Gut, da haben wir alles durchgewühlt. Da ist sonst nichts mehr. Okay, Essen, Trinken haben wir auch noch genug. Soweit, so gut. Das ist kein Kalksteinbrocken. Das macht hier so komische Geräusche. Gefällt mir gar nicht. Aber warum haben wir Blei? Jo. Silber. Ja, Silber brauchen wir nicht. Warum Blei? Silber ist zwar auch schön, aber ein bisschen Salz kann nicht schaden. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zur Base und schauen wir mal uns an, was wir so bauen können jetzt mittlerweile. Ja, ich denke mal, das ist die beste. Oh, was ist das denn? Ein Bioreactor? Oh. 30 Sekunden. Ja, damit. Nahrung plus 8. Jo, den essen wir auch noch. Und dann trinken wir mal einen Schluck. Und dann haben wir soweit alles geregelt. Jo. Gut, dann gucken wir mal gerade was nach. Baupläne wollte ich mal anschauen. Genau. Was brauchen wir denn hier? Was haben wir denn überhaupt alles? Werkzeuge. Geräte. Das haben wir auch bald zusammen. Ja, haben wir schon einiges gesammelt, würde ich sagen. Was bringt die? Pumpt Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung in ein angeschlossenes Leitungssystem. Ah, wie cool ist das denn? Das ist ja mal cool. Lebensform, Zuchtbehälter. Alter, was wir alles bauen können mittlerweile. Spind, Aquarium, Modifizierungsstation. Also, Hut ab. Dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Datendownloads, öffentliche Dokumente. Transgov-Profil, unabhängige mongolische Staaten. Als die Feindseligkeiten der Expansion endeten, sank der strategische Wert einiger abgelegener Koloniesysteme am Rand der China-Territorien. Als sie sich vom Krieg erholte, ließ die Zentralregierung diese quasi verhungern. Die fraktische System erklärte ihre Unabhängigkeit beanspruchenden Infrastrukturen sowie die Absicht, selbstständig zu werden für sich. Heute sind mongolische Staaten als eine relativ kleine Macht am Rande des kolonisierten Raums zu betrachten. Aber sie bleiben eins der am schnellst
existierenden Transkorps in der Galaxie. Mongolische Gesellschaften übernehmen ihre Technologien von den Chinesen, aber integrierten die Sitten und Gebräuche ihrer multikulturellen Kolonisten. Nicht-synthetische Lebensmittel sind nach wie vor beliebt. Religion ist ein starker Bestandteil der Gesellschaft. Aber die Mongolen sehen konkurrierende Glaubensrichtungen sehr entspannt und glauben, dass Götter universell und gleich fehlbar sind. Aha. Das ist ja mal interessant. Was haben wir hier? Losgelöste Fragstücke. Analyse bestätigt, dass die Frage von Aurora stammt. Ah ja, gut, das ist klar. Logisch. Gut, dann wissen wir Bescheid. Können wir eigentlich irgendwie was bauen, dass wir tiefer atmen können? Ausrüstung. Standard brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Schwimmfloss brauchen wir nicht. Strahlenschutzanzug. Den brauchen wir auf jeden Fall. Fasergewebe. Feuerlöscher. Den bräuchten wir. Dann bräuchten wir einen Kabelsatz und Fasergewebe. Kabelsatz. Mal gucken. Silbererz. Davon brauchen wir zwei Silbererz. Gut, dann würde ich sagen, besorgen wir uns das mal. Das besorgen wir uns mal jetzt auf die Schnelle. Das Silbererz brauchen wir. Blei benötigen wir. Und wir benötigen diese Faser von Schlingpflanzen. Ja. Dann hätten wir das soweit alles dann. Dass wir dann in tiefere Gefilden gehen können. Den nehmen wir uns mal mit. Kann nicht schaden, um ein bisschen Proviant noch auf Vorrat zu haben. Was ist denn das? Das kenne ich mal. Oh, das sind Quallen. Da sollte man, glaube ich, nicht reinfliegen. Reinschwimmen. Die sehen ziemlich giftig aus. Nicht gut. Okay, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Blei finden, ey. Titan. Titan. Och Mann. Ich brauche keinen Titan. Verdammt nochmal. Ohne ist mal raus hier aus der Höhle. Wir haben nicht mal so viel Sauerstoff. Oh Gott. Bevor ich mich da verschwimme und verrecke jämmerlich. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht so schwer sein, Blei zu finden. Und Silbererz. Gibt es da irgendwelche bestimmten Gebiete für oder so? Ich weiß es gar nicht. Blei! Ja, wunderbar! Sehr gut! Jetzt brauchen wir noch das Silbererz. Dann wären wir eigentlich happy. Gold? Uah! Lass mich bloß in Ruhe. Mann. Alle wollen mir ans Leder, ey. Jo, ist ja gut! Ist ja gut. Bin ja schon wieder weg. Hammerhart, ey. Kupfer. Was? Nee. Ich schwimme weiter. Das Kupfererz, das lasse ich da liegen. Nee. Das war dann doch ein bisschen zu heftig. Ah, was haben wir hier? Kupfer. Mann, warum überall noch Kupfer? Ey? Mann, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Oh. Ich hab echt Panik vor den Viechern. Hammert. Okay, dann können wir jetzt erstmal was bauen uns. So. Gut, wir brauchen den Schutzanzug, bräuchten wir. Was brauchen wir dafür überhaupt? Strahlenschutzanzug, genau. Feuer, Fasergewebe. Das Fasergewebe können wir ja bauen. Zwei Stück. So, und dann können wir die Ausrüstung. Wo haben wir das Ding jetzt? Da, Strahlenschutzanzug. Den bauen wir uns jetzt. Na, dauert ein bisschen. Yes! Sehr gut. Ausrüstung. Wo war das? Da. Okay, haben wir den Pleigefühl. Ah, den haben wir schon. Super duper.
So, das gefällt mir doch sehr gut. Haben wir noch was zum Lager? Haben wir hier noch Platz hier? Leider nein. Haben wir noch Bleiche irgendwo? Titan, Silikongummi, Silbererz. Sehr, sehr gut. Das haben wir sogar noch hier über gehabt. Das ist doch mal richtig geil. Da können wir mich jetzt auch noch in tiefere Gefilden tauchen. Was brauchen wir dafür? Wo ist es? Da haben wir es. Den Kabelsatz brauchen wir, genau. Kabelsatz. Den benötigen wir. Und dann benötigen wir nochmal Fasern, ja? Habe ich mich da nicht vertan? Kurz gucken nochmal. Ja, Fasergewebe. Haben wir hier noch Fasergewebe vielleicht drin liegen? Nee. Hoppla. Haben wir nicht. Vielleicht in einer anderen Kiste? Wo ist sie? Da. Oder haben wir da nur Titan drin? Da ist nur Titan und Kupfer. Gut, dann müssen wir nochmal zum Schlingpflanzen pflanzen. Ist ja kein Problem. Aber wir haben schon mal einen Fortschritt. Wir können dafür jetzt schon mal in die Gebiete, wo Strahlung ist. Das ist schon mal sehr gut. Dann müssen wir also in welche Richtung? Strahlung, da lang. Gut. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir da vielleicht wohl. Ne, wir holen die Schlingpflanzen, denke ich mal, besser erstmal. Da haben wir nämlich den Hebriver. Ja, so machen wir das. Und dann können wir nämlich ein bisschen tiefer tauchen auch, ohne Sorge, dass wir unser Sauerstoff schneller zur Neige geht. Das ist sehr schön. Dann versuchen wir mal die Seemotte noch zu finden. So, haben wir genug? Ja, haben wir. Wir haben genug. Hau ab! Hau ab! Kriegst du dich mal rüber. Komm her! Komm her! Haha, mein Element, nicht deins. Oh Mann, 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 Mann. Was haben die gegen mich? Ich will euch doch gar nichts tun, verdammt nochmal. Seine greift mich natürlich an. Hey, so ein Fisch können wir drüber noch. Ja, damit. Bisschen Wasser machen. Kann nicht schaden. Gut. Essen. Da brauchen wir das. Die Chlorbleiche. Was brauchen wir eigentlich für die Chlorbleiche nochmal? Chlorbleiche, wo bist du denn? Da haben wir es. Ach, da brauchen wir diesen Röhrenkrallenprobe. Ja, gut. Das ist mir egal. Ich trinke jetzt einfach nur ein normales Wasser. Das reicht mir. So, und dann können wir noch hier so ein gekochter Klubscher machen. Noch zum Essen haben. Und dann gehen wir jetzt mal über zum Interessanten hier. Den brauchen wir. Müssen wir das Fasergewebe bauen. Das Fasergewebe ist das hier. So. Und dann können wir nämlich die Ausrüstung anlegen. Sehr gut, das Reißlauf-Tiefgerät. Das benötigen wir nämlich dringendst. Gut, dann können wir das nämlich anlegen. Wir bräuchten eine neue Kiste, merke ich. Okay. So, da haben wir die zweite Kiste. Dann legen wir nämlich daneben direkt die. So. Und schwupp. Sehr gut. Dann nehme ich das alles da rein. Gold. Ja, warum nicht? Das Gold kann man auch mal direkt weg tun. Hauptsache mal ein bisschen Platz in den Taschen. Gut, dann sind wir soweit ausgerüstet. Den haben wir an, ja. Dann würde ich mal sagen, wir taufen uns mal ein bisschen tiefer. Wir tauchen jetzt mal ein wenig tiefer und versuchen jetzt die Seemotte noch zu finden. Wünscht mir Glück, liebe Leute. Hey, was bist du denn für einer? Ein Paddelkäfer. Okay. Hallo Paddelkäfer. Oh, jetzt geht's ein bisschen tiefer hier. Oh, ich freue mich richtig. Wie cool ist das denn? Und wir kriegen keine Warnung, dass wir zu tief tauchen. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Fraktalteile. Die müssen wir jetzt nur noch finden. Du hüpfst da eh wieder raus. Augenstängel. Was alles gibt hier? Wie viele Kreaturen, alter Walter. Rote Wiege.
viel Luft haben wir noch? 78. Und hier ist nichts verstickelt soweit. Und dann würde ich sagen, können wir wieder raus hier. Müssen wir wieder Sauerstoff nehmen, zu uns führen. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich wünschte, wir könnten hier für ewig unten bleiben. Oh, es wird auch noch dunkel. Ich hasse Nacht. Und dann mal runter hier. Drückt mir die Daumen, dass ich hier wieder rauskomme. Nicht mich da verschwimme und immer rausfinde. Wäre nicht so gut. Zumindest für mein Leben. Boah, sieht das krass aus. Hammergeil gemacht. Boah, wie tief geht's denn hier noch runter? Hummut! Aber ich glaube, das bringt nichts. Mal 200 Meter, wir haben jetzt noch 100 Sauerstoff. Ich glaube, also da müssen wir mit der Seemoth runter. Mit der Seemotte. Das wird mir dann doch zu gefährlich. What the fuck, was ist das denn? What the hell, was machst du? Ey, lass du mich los, lässt du... Alter, aua! Was war das denn gerade für ein komisches Vieh, ey? Wow! Alter, Hilfe! Was war das? Das will ich mal ansehen, was das war. Ein fieses Vieh war das denn, bitteschön? Wo bist du? Das will ich jetzt wissen. Wo bist du? Ausrüstung? Nein. Einheimische Lebewesen. Tiere. Tja, was sind das? Nee. Flimmerflügel, das war das, glaube ich. Ja. Eine kleine fleischfressende Tier hat, die mit der Hypnose ihrer Opfer ein einzigartiges Jagdverhalten zeigt. Flimmflügel schwimmt mit einer Reihe von flügelartigen Flossen, die er nach vorne stellen kann, wenn er sich seiner Beute nähert. Winzige Linsen auf der Oberfläche können unbedingt gekippt werden, um faszinierende Muster zu erzeugen, die das Gehirn des Opfers mit verlockenden Botschaften überfluten. Welche Form auch immer sie für das Ziel am überzeugendsten sind. Äußere Schale. Flimmflügel kann die kieferartige Ausbuchtung seiner schützenden Schale öffnen, um Fehler viel seine Schönheit zu... Okay. Wehre dich nicht. Beurteilung kommt näher. Okay, kommt näher. Stimmt ja, er kommt später, oder? Bin ich irgendwie infiziert oder sowas? Nein, ich bin gesund. Gut. Drecksvieh, ey. Oh! Mobile Fahrzeugstation? Ah, das haben wir schon. Oder wie? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Mann, ich wechsle die beiden immer irgendwie. Noch ein Teil, da hätten wir das. Was haben wir da drin? Titan, okay. Also müssen wir nach diesen Kisten noch Ausschau halten. Wenn wir neue Sachen finden. Da haben wir noch eine Kiste. Oh, was war das? Yes! Das fehlende Teil. So, haben wir das auch. Aber wir können auch keine Teile bauen. Das ist das Problem, was wir haben. Nein, 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 nein. Du gehst mal wieder weiter weg. Weg, danke. Was haben wir da? Ach, die haben wir schon. Die haben wir schon. Ja, tschüss. Bin weg. Kupfererz. Jo, nicht. Her damit. Oh, was liegt da? Da liegt da auch was. Oh, Seemotte. 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 Das will ich haben, das will ich haben. Danke. Und tschüss. Tschüss. Bin weg. Alter. Was ist das da? Eine Salzablagerung, oder? Ja. Gut. Wenn uns noch ein Teil, dann hätten wir die Seemotte kompletto. Das ist doch mal nice. Und die bauen wir auch direkt. Ich versuche es zumindest. Wir müssen nur langsam zurück. Wir haben kaum noch Essen und kaum noch Trinken im Körper. Ist auch nicht gut. Aber ich wundere, dass ich den Seegleiter nicht finde. Die Seemotte finde ich, aber den Seegleiter irgendwie nicht. Echt interessant. Eigentlich sollte man, denke ich, mir mal den Seegleiter als erstes finden und dann die Seemotte. Aber cool, dann machen wir es halt andersrum. Ist hier auch nicht verkehrt. Oh! Den will ich aber nicht fangen. Tschüss! Den Raubfisch. Ich habe dich schon freigelassen. Lass mich bitte in Ruhe. Danke.
Was haben wir da? Seegleiterfragment. Nice. Her damit. Sehr gut. Da haben wir schon mal ein Teil. Weiteres zumindest. Oh, Mann, Mann, Mann. Lass mich doch einfach alle in Ruhe, bitte. So, jetzt mal schnell was trinken, bevor wir hier verdursten. Und dann können wir in Ruhe unsere Nachricht anhören. Urlaubreiche. Und trinken. Ja, wunderbar. Das will ich haben. Sehr, 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 sehr schön. Mampf und... Buff. Ah, das sieht schon besser aus. Gut, was gibt's denn hier? This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Oh, Seamoth. Da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wo ist das? Wo ist das? Da, 628 Meter. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Haben wir noch genug Platz? Nein, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir erstmal umdisponieren, also umlagern. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung 630 Meter. Vielleicht haben wir ja Glück und finden jetzt die letzte Komponente für die Seemotte. Da haben wir Sally wieder, Leute. Sally ist wieder da. Super duper. Da freue ich mich richtig drauf. Warum uns auch keine Gedanken mehr zu machen bezüglich Sauerstoff und so. Okay, Batterie müssen wir uns dann so machen. Aber mei, dafür gibt es wieder Ladestation mit Sicherheit. Gehen wir schon irgendwie hin. Okay, es wird sogar angegriffen, wie ich gerade sehe. Aber wir sind ja bald da. 40 Meter noch da vorne. Ist sie ja schon. Oh, gucken wir mal, was wir hier finden. Ja! Ja! Das letzte Teil, oder? Komm, bitte, bitte, bitte. Yes! Sehr schön. Holen wir uns auch mal mit direkt. Geile Sache. Das ist doch mal richtig nice. Super duper. Sonst ist hier nichts drin. Ne, gut. Dann kommen wir jetzt zurück. Dann können wir jetzt die Seen aufbauen, Leute. Oh, wie geil. Boah, nice. Wir haben es geschafft. Was benötigen wir eigentlich für die Seemotte? Gucken wir gerade mal nach, bevor wir komplett nach Hause reisen. Ach, Gott sei Dank wird hier Tageslicht. Keine Raubtiere mehr, nix. Bin ich nur froh drum. So, wo ist die Seemotte? Wo bist du denn? Weiter oben? Ja, da bist du ja. Okay, wir brauchen Titanbarren, das könnten wir schaffen. Energiezelle, Glas, das könnte... Schmierstoff haben wir auf jeden Fall. Blei, oh ne, wir haben kein Blei. Oh, uns fehlt noch Blei. Labortisch. Ja, ich möchte mich richtig dekorieren später. Aus dem Grund sammle ich halt alles Mögliche ein. Blei müssen wir noch finden. Ah, Blei, ich hasse Blei. Warum ist das so schwer zu finden? Das brauchen wir auf jeden Fall, Quarz. Das war schon 100% tick. 63 haben wir noch. Da haben wir was. Oh, dann können wir scannen. Okay. Blei! Blei! Ja! Wir haben's. Super duper. Ich konnte dir leider gar nicht zuhören, was du mir gesagt hast, Heidi. Aber okay. Geil. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Schon mute ist einfach mal. Da können wir nämlich direkt die Seen aufbauen. Mobile Fahrzeugstation. Das müssen wir haben. Wo finde ich die? Geräte da drunter. Okay, das brauchen wir. Titanbarren, Schmierstoff und Energiezelle. Titanbarren. Da brauchen wir 10. Holen wir mal ein paar rein hier. Zack, komm.
Her damit, her damit. Das brauchen wir auf jeden Fall, einen Schmierstoff. Die Zahnbarren. Glas. Ah, wir brauchen davon 10. Okay, im Stern mit mal 10. Brauchen wir, haben wir ja noch genug draußen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Wie haben wir jetzt da? 1, 2, 5. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir auch genug jetzt. Da können wir jetzt einen Barren draus bauen. Barren. Hopp. Zack, zack. Und zack. Sehr schön. Wie brauchen wir davon eigentlich? Ah, die Energiezelle brauchen wir jetzt noch. Okay, die Energiezelle. Wo haben wir die denn? Müsste hier drunter sein. Energiezelle. Brauchen wir 2 Batterien und Silikongummi. Okay. Für die Batterien brauchen wir nur Pilze. Gut. Das haben wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Ah, so langsam fügt sich alles zusammen. Elektronik, Batterie, 1, 2, okay, die Energiezelle brauchen wir noch Silikongummi, das haben wir hier drin. Ah ne, das haben wir rausgelegt, stimmt ja, ach man, muss wieder raus. Verdammt, müsste hier sein, ne? Nein, da ist es nicht, dann ist es hier drin, ja. Das brauchen wir. Puh, hat eine Aktion, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Energiezelle. Es hat ein Monster. Mobile Fahrzeugstation, die will ich haben. Oh, nice. Komm, 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 komm. Gib her das Ding. Meins. Oh, geil, 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 geil. Da freue ich mich schon richtig drauf. Fahrzeugstation aufsetzen. Jo, machen wir. Schawupp. Okay, was brauchen wir jetzt für die Seemov? Fahrzeuge. Ja, wunderbar. Titan brauchen wir, Energiezelle brauchen wir, Glas brauchen wir. Haben wir alles da, Leute? Wir haben alles da. Oh, wie geil. Wie cool ist denn das, bitteschön? Da brauchen wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Hopp, machen wir auf. Wir brauchen davon 1, 2, 3, 4, 5. Das brauchen wir. Wir brauchen Pilze. 1, 2, 3, 4. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Was haben wir alles? Dieses Silikongedöne brauchen wir, genau. Das brauchen wir. Und ein bisschen Kupfer, brauchen auch nicht Schaden. So, gucken wir mal. Also, wir müssen jetzt mal Batterien bauen. Batterie, genau. 1, 2. Daraus müssen wir dann die Zelle bauen. So, was brauchen wir noch? Gucken wir lieber mal nach. Bevor ich mich verbaue hier. Das wäre blöd. Zack. Wupp, wupp. Ah, na, 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 na. Fahrzeuge. Gut, die haben wir. Titanbaum brauchen wir. Zweimal Glas und Schmierstoff. Okay. Das wäre kein Problem. Also Titanbaum und Glas. Zweimal sogar. Auch schon wieder eine Meldung. Das ist jetzt egal. Glas. Einmal. Bitte. Ja, wir haben genug. Wie geil, Leute. Jetzt brauchen wir noch Titanbarren. Da fehlen uns aber noch ein paar Komponenten. Habe ich noch 5? Also wir brauchen 10. Ich habe einen 5 im Kopf gehabt. Versehentlich. Komm, haben wir noch genug? Bitte, bitte, bitte. Na, dann nicht. Wie fangen wir denn jetzt da? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und da, wie sieht's hier aus? Quatsch, nicht da. Was?
Nein, uns fehlt ein einziges. 1, 2, 3, 4. Ein Titan. Ein einziges Titan brauchen wir noch. Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein, Titan zu finden. Das finden wir eigentlich wie Sand am Meer. Im wahrsten Sinne des Wortes hier. Ein Titanbarren. Ja, das da können wir uns holen, genau. Oh, wenn der nicht im Weg wäre. Ja. Stipp! Hau ab! Ja. Mein Titan! Ah, okay. Brauchen wir noch ein bisschen Platz, müssen wir dafür machen. Was können wir denn wegmachen? Das können wir für trinken. Das schon mal weg dann. So, eins. Zwei. So, dann haben wir alle Komponenten jetzt zusammen für die liebe Sally. Ah, ich freue mich schon richtig. Grundmaterialien. Titan. Ja. Bitte mal herstellen. Nochmal herstellen. Titanbarren. Sehr gut. Jetzt wird mal alles zusammen. Halt den Schmierstoff. Schmierstoff. Den dürfen wir nicht vergessen. Damit. Ich weiß nicht, ob wir ein oder zwei benötigen. Wir holen mal lieber zwei mit. Sicher ist sicher, aber ich meine, wir brauchen nur einen. Okay, klettern wir mal hoch. Und dann holen wir uns die Sally Maus wieder. Ja, sehr schön. Yes! Oh, wie geil! Sally! Ah, nice, nice, nice. Oh, da will ich erstmal rein. Da will ich erstmal rein direkt. Ja, einsteigen, auf jeden Fall. Willkommen, ja. Ah, nice. Wir haben endlich einen Segleiter. Wie geil ist das denn, bitteschön, Leute? Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall einiges erreicht. Ansonsten würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall als nächstes mit der Seemotte hier, Entschuldigung, mit der Sally natürlich, werden wir dann weiter erforschen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir gehen dann in tiefere Gefilden mit ihr. Und dann werden wir mal das Abenteuer richtig beginnen. Oh, wir sollten mal mit ihr ein bisschen dichter fahren. So, dann fahren wir mal hier hin mit der Sally. Okay. Dann erstmal einen recht herzlichen vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt auf dieser Folge. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat oder ihr Vorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.